Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Wir befinden uns hier vor dem Three Corners Equinox Beach Resort und wir zeigen euch jetzt einmal das Hotel. Falls ihr in Erwägung ziehen solltet, dieses Hotel auch zu buchen, dann kriegt ihr jetzt einen kleinen Einblick und seht doch schon mal, was euch so erwarten würde. Und was euch sonst noch so erwartet, das haben wir natürlich in den ganzen anderen Videos zusammengefasst. Also schaut da auch unbedingt mal rein und holt euch kleine Anregungen. Und ja, genau, ich würde sagen, wir jetzt starten einfach los. Mal. Also erstmal, wenn wir uns drehen, hier seht ihr die Einfahrt. So geht das hier. So kommt man hier an sozusagen. Ist so schon ganz, ganz nett gemacht. Und dann ist hier die Eingangstür. Psst. Oh, jetzt ist elektrisch. Und vergesst nicht, wenn ihr möchtet, dass sich die Türen öffnen, immer Sesam, öffne dich sagen. Also wie du das machst. Toll, ne? Ja, wir sind jetzt hier schon in der Rezeption. Das ist der Rezeptionsbereich. Hier der Rezeptionsbereich, genau. Fast hätten wir das beim Check-in übersehen, weil das so direkt hier im Eingang ist. Und wir haben erstmal nur diese große Halle da gesehen. Aber nein, die Rezeption ist direkt hier gleich am Anfang mit immer netten Leuten. Und dann geht das hier durch die nächste Tür in die Halle. Mit dem tollen Springbrunnen. Hoppala. Keine Randale hier, ja? Genau, hier ist normalerweise eigentlich ein Springbrunnen in der Mitte des Hotels, aber der ist jetzt gerade ausgeschaltet. Eigentlich ganz nett gemacht mit den ganzen Läden hier. Ich habe eine kleine Kritik, das habe ich schon in meiner Instagram-Story gesagt. Hier wird ein Ausflug angepriesen nach Masa Mubarak. Das ist so eine Bucht, da sind wir auch gewesen, als wir im Three Corners Fallhus waren. Und da ist auf dem Bild zu sehen, wie einer eine Schildkröte anfasst. Und das soll man ja gerade nicht machen. Also die können die hier noch damit werben, ne? Und dann wundern sie sich, wenn Leute das machen. Ja, und ist die Schildkröten nicht nerven schön. Und dann kommen die nicht wieder. Aber naja, egal. Also das mal als kleine Kritik. Aber eigentlich ist es der Taxistand. Wenn man sich mal ein Taxi buchen möchte, dann seht auf jeden Fall zu, dass ihr Leute dazu bekommt, weil also wir hatten mal nachgefragt, wir wollten gerne ein Taxi nach Port Gali. Und das sollte für zwei Personen, also für mich und Robert, 30 Euro kosten. Das ist ja für ägyptische Verhältnisse total teuer. Das sind ja deutsche Preise. Scheinbar bezahlen einige Leute das. Dadurch haben sie halt dieses Monopol, dass sie die Preise nehmen können. Aber halt als Tipp, wenn ihr halt aus dem Hotel raus wollt, dann kommt ihr hier nur raus mit einem Taxi. Und da sucht euch einfach Leute, die euch dann mitnehmen. Oder ihr fahrt zusammen. Wir haben das jetzt nicht gemacht, diesen Urlaub. Wir kennen Port Gali ja auch schon. Haben das alles schon gesehen, aber wenn ihr noch nie da wart, dann lohnt es sich eigentlich, das mal anzugucken. Ist ganz nett da. Ja. Dann kann man hier eine ganze Reihe weitere Ausflüge buchen. Seht ihr schon, wenn man jetzt nach Kairo fahren möchte, zu den Pyramiden. Ja, das ist so die Infowand der ganzen Reiseveranstalter. Ne? Da hat jeder so seine Ansprechpartner, dann stehen hier halt die Abreisezeiten. Genau, zum Beispiel hier Kairo mit Flug, dann ist man natürlich schnell da. Mit allen Eintrittsgeldern, Mittagessen. Pyramiden, ägyptisches Museum, Bazar und so weiter, 190. Ja, genau. Nur ein Beispiel. Es geht auch nach Luxor, Aswan. So. Aber das seht ihr dann selber. Wenn ihr nicht aus dem Hotel rausgehen wollt, dann habt ihr auf jeden Fall hier in der Halle die Möglichkeit, noch mal ein bisschen zu shoppen. Wir haben das auch genutzt. Wir haben uns von dem einen Verkäufer ein Vodafone-Guthaben mitbringen lassen. Und er hat uns dann super lieb geholfen, das Handy aufzuladen, weil, wie gesagt, wir hatten hier keine Möglichkeit wegzukommen und das WLAN im Hotel ist leider, also streckenweise sehr schlecht. Es ist manchmal ganz gut, aber manchmal halt auch schlecht. Ein bisschen tageszeitabhängig. Und deswegen haben wir halt unsere ägyptische Vodafone-Karte aufgeladen und sind mit der jetzt größtenteils unterwegs. Da kann man auch Sachen kaufen zum Schnorcheln. Masken, Flosse. Tiere fürs Wasser, Luftmatratzen. Also wer das vergisst, der kann das hier zur Not halt auch noch kaufen. Ansonsten würde ich euch aber empfehlen, auch wenn die Ägypter das jetzt nicht hören wollen, aber kauft euch das lieber vorher in Deutschland. Dann gibt es hier, das könnt ihr euch lieber kaufen, Shisha oder Souvenir, Schmuck, eine Uhr oder sowas. Postkarte. Ja, das ist das Dugong, was hier alle sehen wollen, was wir bisher leider noch nicht gesehen haben. Huch, was machen die denn da? Na sowas. Oder Magneten für den Kühlschrank zu Hause. Oder so das Nötigste, wenn man jetzt Sonnencreme noch braucht oder Shampoo oder irgendwas. Das bekommt man hier dann alles noch.
kann man auch so eine Fotosession machen, wenn man lustig ist. Wenn man schöne Urlaubserinnerung. Hier gibt's Klamotten. Ja. So ein Tuch. Ist ja auch nicht schlecht. Der Laden heißt Krokodil. Oh. Mir dämmert gerade, warum der Krokodil heißt, Corinna. Ja, deswegen. Was? Deswegen. Nee, ne? Das ist jetzt nicht wirklich, ne? Hallo, mein Freund. Hallo. Hallo. Ja, ist gut. Schade, dass der Springbrunnen jetzt nicht läuft. Der ist nämlich wirklich schön. Das ist wirklich was Besonderes. Aber hier seht ihr nochmal die Kuppel. Das ist auch was Besonderes. Genau. Und jetzt gehen wir erstmal raus, weil hier kriege ich gerade keine Luft mehr. Es ist sehr warm hier. So. Dann geht es hier durch die nächste Glastür. Genau. Jetzt wird es etwas kühler. Genau, hier ist einmal so ein klimatisierter Bereich. Ui, bevor es gleich wieder richtig warm wird. Hier ist auch noch eine Bar. Genau, hier ist abends eine Bar, hier ist abends auch immer mal ein bisschen was los. Letztens hatten wir hier Live-Musik, da war richtig Stimmung. Das hat richtig Spaß gebracht. Ja, muss ich auch sagen. Der war echt gut. Ja. Der Kunde das so überzeugend gemacht, irgendwie, dass das einfach Spaß gemacht hat. Ja, wie er die Lieder vorgetragen hat. Total gut singen, also auch Deutsch und so. Und von diesem Bereich geht es auch darüber. Da. Ist das Restaurant? Was da so zu essen gibt? Das seht ihr in einem anderen Video. Also, wenn ihr wissen wollt, was wir so essen und was bei uns auf dem Teller landet, dann müsst ihr euch das Video anschauen. Da ist die Bibliothek. Da sind auch viele Bücher auf Deutsch. Genau, da Corinna hat sich auch eins ausgeliehen. Ja, weil ich ja nicht immer mein Handy dabei haben will, vor allem nicht am Strand. War ich echt froh, dass ich da ein gutes Buch gefunden habe. Jetzt muss ich nur zu sehen, dass ich es auch noch zu Ende lese vor dem Urlaub. Jetzt geht's hier ins Freie. Also das Restaurant hat drin einige Sitzplätze im klimatisierten Bereich. Und dann gibt es draußen auch noch eine Terrasse, wo man draußen sitzen kann, draußen essen kann. Leider nicht mittags, weil es keine Sonnenschirme gibt. Nein. Aber abends. Wir haben nur nicht gefragt. Wir haben nur nicht gefragt, aber jedenfalls stehen da keine Sonnenschirme. Nee, es stehen nicht von vornherein Sonnenschirme da, aber ich glaube, wenn man einfach mal fragt, dann ist es vielleicht möglicherweise möglich. Okay. Genau. So, und hier sitzen wir dann alle abends so verteilt. Weiter nach da sitzt man dann, wenn man die Show mitkriegen will. Und wie ihr hier jetzt schon im Hintergrund seht, das ist der eigentliche Grund, warum wir hier sind, ne? Das Meer. Also das ist einfach toll, wenn man dann wirklich so ins Hotel reinkommt, eingecheckt ist und man kommt dann hier erstmal raus und hat dann gleich diesen Blick. Das ist einfach geil. Das ist einfach so, ich bin im Urlaub. Was ich noch kurz ergänzen wollte, da unten gibt es auch noch ein Fitnessstudio, ein ganz kleines. Da haben wir schon mal kurz gefilmt, das schneide ich jetzt ganz kurz mal rein. Sind gerade mal die Treppen da runter gegangen. Hier befindet sich der Wellnessbereich und das Gym. Man hat so das Nötigste, sag ich mal so, was man braucht. Aber immerhin. Einfach um sich ein bisschen zu bewegen. Oh, auf die Hygiene wird geachtet. Einfach nur um sich ein bisschen zu bewegen im Urlaub und so. Das ist doch cool. Gestolpert. Zum Glück habt ihr das nicht gesehen. Oder habt ihr es im Spiegel? Nee. Ja, gut. Mal sehen. Vielleicht werden wir ja auch noch mal einen Tag gekommen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Genau. Und was ihr dann jetzt hier seht, also das ist nicht nur Rezeption, Lobby, Restaurant, sondern auch Hauptgebäude und hat auch, warte mal, zu der Seite sieht man das besser, hat auch schon ein paar Zimmer. Insgesamt hat diese ganze Hotelanlage 3 Gebäude, einmal das Hauptgebäude und 2 Nebengebäude. Und wir sind in dem weißen Nebengebäude dort hinten, zeigen euch auch unser Zimmer, aber das ist wieder ein extra Video. Also wenn ihr wissen wollt, wie das Doppelzimmer Superior Familienzimmer aussieht, was wir als Upgrade bekommen haben, mit mehr Blick, dann müsst ihr euch das unbedingt anschauen. Jetzt gehen wir erstmal Richtung Pool. Genau, wir sind ja nicht die Poolgänger. Deswegen können wir euch jetzt nicht so viel dazu sagen, aber wir können ihn euch zumindest zeigen. Es gibt eine Swim-In-Bar. By the way, ihr seht schon, es gibt einen wunderschönen Garten hier. Ja, der ist echt toll angelegt und wird auch immer super gepflegt und so. Diese kleinen, süßen Tauben. Ja, die sind echt niedlich. Ob das echt ist, ob da wirklich sortiert wird, ich weiß es nicht. Sagen wir mal ja.
So, und hier sind wir jetzt auch schon beim Pool. Der Pool. Er ist relativ überschaubar. Aber man fliegt ja eigentlich auch nicht nochmal so Alarm, um im Pool zu baden, sondern um den Kopf unter Wasser zu halten. Dann gibt's, das ist der große Pool. Hier wird dann auch so Wassergymnastik und Wasserpolo gespielt. Da befindet sich die Swim-In-Bar. Und dann gibt's auch noch einen kleinen Pool. Der ist in der Nähe. Beheizt. Und der ist sogar in der Nähe von unserem Zimmer. Den zeigen wir euch gleich. Genau, wenn man dann über diese wunderschöne Brücke rüber geht, von dort kommend, dann geht hier der riesig lange Sandstrand los. Genau, dann habt ihr schon mal einen Blick aufs Rote Meer, aber lasst euch jetzt nicht verunsichern. Das ist jetzt nicht der Hauptstrand. Wir kommen auch noch zu dem Teil, wo auch noch Liegen und Sonnenschirme sind und wo man auch ins Wasser gehen kann. Denn hier ist alles vorgelagertes Riff. Da kommen wir nicht rein. Da kommt man nicht rüber, soll man auch gar nicht. Achtung. Stehen natürlich auch überall Schilder, dass man natürlich nicht über die Korallen laufen soll. Das haben wir jetzt nicht gesehen, aber ich habe gehört, wenn man dahin geht, da kann man, soll man auch noch ganz gut schnorcheln können, wenn man in die Richtung geht. Ist das noch unser Steg? Nee, das ist schon das nächste Hotel, aber die sollen nichts sagen, wenn man da schnorcheln geht. Echt? Ja. Oh. Ja. Da sollen die Korallen und so noch ein bisschen schöner sein. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Wer kommt da denn zu Besuch? Den muss ich euch ja jetzt nochmal eben filmen zwischendurch. Der ist gerade gelandet, der Kollege da. Du hast ja Herzen in den Augen. Ja, bei so einem kleinen süßen Ding kann man doch nicht anders. So, und vom Haupthaus oder auch hier von unserem Haus kommt man dann weiter zur Panorama-Bar und dem italienischen à la carte Restaurant, was wir jetzt allerdings in diesem Urlaub nicht ausprobiert haben, denn es ist nicht im All-Inclusive-Programm mit enthalten und wir hätten halt das bezahlen müssen. Und da hatten wir halt einfach mal keine Lust drauf. Aber das Essen hier im Hauptrestaurant, das ist auch so vielseitig und lecker, dass uns das völlig ausgereicht hat. Es ist auch jeden Tag mal was anderes, so eine kleine kulinarische Weltreise. Ja genau, bei einer Woche sind wir voll auf unsere Kosten gekommen. Die Gartenanlage ist echt schön angelegt, haben wir ja schon gesagt. Hier haben wir so eine kleine Brücke, wo man so lang schlendern kann. Romantisch. Und da steht's nochmal. Nehmt euch das zu Herzen. Da steht nicht, dass man da ins Wasser gehen kann, sondern da steht, dass man dort nicht ins Wasser gehen kann. Wenn ihr eine Trillerpfeife hört, dann sind das nämlich immer die Bademeister, die einen zurückpfeifen wollen, wenn man auf die Korallen tritt. Komischerweise die, die auf den Korallen sind, fühlen sich davon immer nicht angesprochen. So, ja, genau. Hier haben wir dann jetzt die Panorama-Bar. Da sitzen der Robi und ich abends immer mal. Das italienische Restaurant? Genau. Oh, habe ich sie vorweggenommen? Nein. Und genau daneben die Panorama-Bar. Da sitzen Robi und ich abends immer ganz gerne. Hier kann man dann auch mal eine Shisha rauchen, wenn man möchte. Apropos, wollen wir einen Kaffee trinken? Genau. Und hier trinken wir immer ganz gerne mal einen Kaffee, wenn wir mal so eine Pause vom Strand brauchen. Oder beim Videodreh. Oder so wie heute einfach nicht an den Strand können, weil die Sandflöhe uns einfach terrorisieren. Hier sitzen wir immer und gucken dann von hier oben über die Bucht rüber. Ja. Ein wunderschönes Plätzchen. Genau, ja. Hier gibt es auch dann nachmittags nochmal Snacks. Wenn man keine Lust hat, ins Restaurant zu gehen, kann man hier von 18 bis 16 Uhr Schnacks. Snakes. Schlangen? Schnacks. Nein. Kleiner Scherz. Schnacks bekommen. Ein Schnack. Wir gehen jetzt hier die Treppe runter zum Strand. Man kann aber auch da runter oder da. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Im Moment ist gerade Ebbe. Sonst ist das Wasser aber ganz ein Stück höher. Die meiste Zeit. Ja, hier am Strand hat man zwei Möglichkeiten, ins Wasser zu kommen. Das ist einmal hier der erste Abschnitt. Da gibt es auch extra ein fettes Schild, wo dann quasi Eingang steht. Und er führt hier entlang an diesen Bojen. Und dann kommt man auch hier schon an die erste Riffkante.
Finde ich super, dass das ausgeschildert ist hier eben, damit man möglichst wenig oder gar nichts kaputt macht. Ne? Hier gehen auch viele Tauchgänge los. Die gehen dann hier ins Wasser, werden dann von einem Schlauchboot ins Tiefe gefahren. Hier hat jemand seine Brüste verloren. Was? Was ist da? Hier hat jemand seine Brüste, seine künstlichen Brüste verloren. Implantate oder was? Nee, Corinna. Ist nur eine Qualle. Ja, und ihr seht schon, da liegt der Strand hinter uns. Und so viel Strand liegt noch vor uns. Bis da hinten zum Steg hin sind noch Strandkörbe fast. Und dahinter geht die Surfschule los. Kiten kann man da, normales Surfen. Und da geht der Strand noch irre lang weiter. Nur sind halt dann keine Sonnenschirme mehr. Ja. Also das ist bald 1 Kilometer lang, der Strand hier. Genau. Und wenn ihr denkt, das ist aber so weit bis zu dem Gebäude wegen Toiletten, da dieses weiß-rosane Gebäude, da sind auch nochmal Toiletten und nochmal so ein paar Softgetränke. Wieder ein anderer Vogel. Wo? Der kleine da. Auch wahrscheinlich eine Fischreiherart. Wahrscheinlich fängt er die Krebse ein. Jetzt sind wir hier beim Steg angekommen. Und dieser Strand hier rechts vom Steg, der ist komplett für die Surfschule reserviert sozusagen. Das ist natürlich auch beliebt bei vielen Ägypten-Urlaubern. Surfen oder auch Kitesurfen. Weil hier ist ja eigentlich immer Wind. Fast immer. Das ist jetzt ein Sport, den habe ich noch nicht so betrieben. Hätte ich auch mal Bock drauf, vielleicht irgendwann mal. Aber für mich als Laien sieht das jetzt auf den ersten Blick so aus, als ob die ganz gut ausgestattet sind, die Jungs. Sieht auch gemütlich aus mit der Hängematte und der kleinen Bar. Auf jeden Fall. Und guck mal, so einen riesigen Strandabschnitt. Und ein Surfer ist da. Oder eine Surferin. Corinna war gestern joggen, die ist bis da hinten, hinter die Bucht irgendwo. So weit ist sie noch gelaufen. Ich hoffe, wir sind zu verstehen wegen dem Wind. Von dem Steg aus hier gehen die ganzen Schnorchelausflüge, Tauchausflüge los. Kann man mit dem Boot rausfahren. Oder aber, versteckst du dich? Nee, ich wollte, dass man den Steg mal sieht. Oder aber man kann auch von hier aus schnorcheln gehen. Da ist wie so eine kleine Insel unter Wasser. Tolles Riff. Ist ganz nett zu schnorcheln. Da hinten, da geht so ein Riff raus. Da waren wir auch schnorcheln. So, seht ihr das hier? Das ist diese Riffinsel, die man halt umschnorcheln kann. Und da vorne ist die Treppe, um dann da runter zu gehen und von da aus zu starten. Und es sieht jetzt so mega groß aus. Es geht ja bis da, so hier und dann da hier zurück. Aber also wir haben das auch locker geschafft, ne? Man vergisst ja einfach immer die Zeit, auf jeden wenn Fall. Man den Kopf unter Wasser hat. Und wir waren ganz erstaunt, als wir dann die Insel einmal umschnorchelt haben. Was machst du hier? Bist du Beduine oder? Ja, ist so heiß, das, die Sonne knallt. Sind das nicht wunderschöne? Sind wir doch hier. Sind das nicht wunderschöne Farben? Aber ein Highlight, das haben wir uns jetzt nochmal aufgehoben bei unserem Workaround. Genau, hier kann immer die Boote. Heute sind sogar sehr viele Boote, sind nicht so viele draußen scheinbar. Guck mal, jetzt der weiße Vogel da. Hier ist aber auch noch mal da so hinter den Booten eine Seegrasfläche, wo halt unter anderem auch das Dugong immer mal wieder grasen soll. Hier ist die Treppe ins Wasser. Ja, die Treppe. Oh, schöne Krabbe. Oh, ja. Die ist ein Exemplar. Vorsicht zu genießen. Die hat sehr schmale Stufen und durchs Metall ist es arschglatt. So, wartet. Wir zeigen euch jetzt noch mal was total Putziges. Vielleicht ist er auch so lieb und zeigt uns die Küken. Ducken, Kinder, ducken! Los, ducken! Ja, rein mit euch! Futter! Kopf runter! Ja, putzig. Also neben den Fischen könnte ich mir den ganzen Tag die Vögel hier angucken. Mama, wir haben Hunger. Immer dieses Posieren für die Kamera. Gib uns lieber was zu essen. Und ein anderer Gast,
der wohl hier regelmäßig hier ist, die hat Robert vorhin erzählt, dass sie halt jedes Jahr hier brüten in ihrem kleinen Nest und dass die Küken erst ganz klein sind, dann machen sie einen riesigen Schub und sind sie plötzlich groß. Innerhalb des Urlaubs. Innerhalb kürzester Zeit. Und dann laufen die hier die ganze Zeit so über den Steg. So. So, komm, lassen wir sie wieder in Ruhe. So, wir machen hier gerade noch ein paar Bilder und jetzt haben sie extra den Modo ausgemacht, damit er im Hintergrund nicht zu hören ist. Super. Von hier vorne, da kommen immer die Busse mit den Tauchschulen, um von unserem Steg aus in der Bucht tauchen zu gehen. Und sie hatten sich vorhin mal so ein Konzept überlegt, dass es dann hier noch so ein paar Cafés oder Shops gibt. Aber leider hat das Konzept nicht ganz aufgegangen. Und jetzt ist es eine Geisterstadt. Herzlich willkommen in der Geisterstadt. Wir sind jetzt wieder im vorderen Bereich des Strandes. Da ist die Panorama-Bar, wo wir vorhin den Kaffee getrunken haben. Hier kann man Volleyball spielen. Da ist Quadverleih. Da kann man Quad in die Wüste fahren. Ich glaube, da werden auch verschiedene Touren angeboten zu so einem Beduinendorf oder einfach nur so. Quad fahren, einfach fragen. Ein kleiner Kinderspielplatz. Da ist das mit diesen Fischen, die euch die Hornhaut von den Füßen knabbern. Lecker. Spielen wir aber keine. Hier kann man Boccia spielen. Da ist auch schon dieser Vogel längst gegangen. Da seht ihr seine Spuren. Und vom Einsiedlerkrebs die Spuren. Als ob die hier ein Autorennen gefahren sind. Und im Hintergrund befindet sich dann die Strandbar. Da habt ihr die Möglichkeit, neben Softgetränken auch Alkoholika zu bekommen. Oder Kaffee. Und Gleich direkt daneben befindet sich die Tauchschule. Genau. Die Tauchschule. Oder besser gesagt, ein Teil von der Tauchschule. Es geht da hinten noch weiter. Die haben da hinten noch weitere Räumlichkeiten, neben dem Café. Der kleine Pool mit Blick von unserem Gang zu unserem Zimmer. Oh, wie cool. Das befindet sich hier, aber das ist ein anderes Video. Danke, jetzt haben wir alles über dieses Hotel gesagt. Aber, Ruby, weil es so schön war, wollen wir unsere Schlussworte nicht auf dem Steg sagen? Machen wir. Alles klar, wir beamen uns einmal zum Steg. So, wir sind wieder auf dem Steg. Und das war's auch schon mit unserem Walkaround im Three Corners Equinox. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir hoffen, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Und vielleicht konnten wir euch das Hotel ja sogar schmackhaft machen. Und wir lesen demnächst, dass ihr dieses Hotel gebucht habt aufgrund unserer Videos. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten schreibt uns doch auch einfach alles in die Kommentare, was euch auf der Seele liegt. Oder wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas dazu beitragen wollt. Gebt uns doch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und falls ihr uns jetzt nur aufgrund des Hotels oder der Videos entdeckt habt und uns noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt nachholen. Denn wir sind ganz oft in Ägypten und wir filmen natürlich jedes Hotel. Vielleicht habt ihr ja auch schon das Dana Beach von uns gesehen. Oder das Albatros Palace. Wenn nicht, dann könnt ihr euch die jetzt auch nochmal angucken und am besten abonniert ihr uns und dann seht ihr auch noch alle anderen Urlaube, die wir so machen. Und dann werdet ihr nichts mehr verpassen. Und verpasst kein Video mehr. Und damit ihr mal erinnert werdet, wann ein neues Video da ist, drückt am besten noch die Glocke. Also, bis zum nächsten Urlaub, bis zum nächsten Video.